Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview von Soccer 5X. Tja, heute fahren wir nach Köln in die Hennes-Weisweiler-Akademie zu Frank Wormuth. Frank ist der Ausbildungsleiter der Fußballlehrerausbildung des DFB und Nachfolger von Erich Hutemöller und ist meiner Meinung nach eine Bereicherung für das Ausbildungswesen des DFB, da er durch seinen multidisziplinären Ansatz den zukünftigen Fußballlehrern einen großen Werkzeugkoffer des Wissens mit an die Hand geben wird. Außerdem ist er immer bestrebt, 100% herauszuholen und ist für neue Sachen sehr, sehr offen. Ja, dann wollen wir mal losfahren. Wir sind schon spät dran und viel Spaß beim Interview. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute für ein kleines Interview für Soccer 5X. Meine erste Frage als neuer Ausbildungschef des DFBs, der Lehrerausbildung des DFBs, interessiert mich zum einen natürlich mal allgemein die Inhalte, wo ihr die Schwerpunkte draufsetzt in eurer Ausbildung, zum anderen aber auch, tut sich was Neues, habt ihr irgendwas verändert im Bereich der Lehrerausbildung? Grundsätzlich greifen wir erst einmal auf Bewerbs zurück. Das heißt, dass wir weiterhin die drei Zielgruppen haben, Nachwuchsleistungszentrum, Profifußballtrainer und auch Verbandssportlehrer. Diese drei Zielgruppen behalten wir bei. Dann werden wir weiterhin auch diesen Praxisbezug forcieren, dass wir immer alles, was wir besprechen, auf die Praxis fokussieren, dass wir nicht nur theoretische Modelle darlegen, sondern wirklich, wie sieht es draußen wirklich aus. Und zum Beispiel haben wir übernommen diesen Spitzensportanalyse, Spitzenfußballanalyse. Bei der EM 2008 waren wir komplett dort und haben uns die Spiele analysiert, haben sozusagen Trends rausgeholt und die nach Ganzheitlichkeit dann auch hier eingeführt. Wir haben die Ist-Analyse gemacht und haben festgestellt, dass wir ein bisschen mehr Zeit brauchen. Also gravierende Veränderung ist, dass wir von 6 Monate auf 11 Monate gegangen sind. Wobei ich betone, dass in Köln wir jetzt nicht 11 Monate sind, sondern wir sind 28 Wochen in Köln und vorher waren wir 18 Wochen in Köln. Wir haben also auch hier den Praxisteil vergrößert von 7 Wochen Praxis auf 9 Wochen, beziehungsweise auf 14 Wochen Praxis. Wir sind 9 Wochen in den Bundesligen. Das heißt, dass die über das ganze Jahr verteilt die Praktikanten die Bundesliga beobachten können in ihrem Verein. Wir haben zusätzlich noch Verbandssport Lehrerpraktikum eingeführt und auch Selbststudienphasen eingeführt, und zwar 6 Wochen, weil wir festgestellt haben, dass ein unheimlich hohes Stoffgebiet entstanden ist, das die angehenden Fußballlehrer gar nicht so schnell verkraften konnten. Dann haben wir immer punktuell eine Woche zwischendurch, wo sie reflektieren können, reproduzieren können und mit diesem gefestigten Wissen in die nächste Phase reingehen. Also dieser Unterschied von der Lehrgangsdauer ist klar und deutlich herübergekommen. Wir haben auch die Methode ein wenig verändert, so eine Art GAG-Methode. Wir fangen ganzheitlich an mit der EM-Analyse, gehen dann in die Fächerorientiertheit, das heißt, wir machen dann jedes einzelne Fach nochmal konkret durch, damit wir die Gruppe, die ja heterogen ist im Wissen, homogenisiert wird. Um anschließend dann wieder GAG, wieder ganzheitlich auszubilden, dann haben wir eine Art Anwendungsphase. Also Ganzheitlichkeit mit EM-Analyse, dann kommt die Fächerorientiertheit, die analytische Orientiertheit. Und dann machen wir die Ganzheitlichkeit durch die Anwendungsausbildung. Was besonders noch ist, dass wir ein wissenschaftliches Gremium aufgebaut haben, weil wir gesagt haben, wenn die Wissenschaft arbeitet ja auch für den Sport, vielleicht können wir da was rausziehen. Wir haben 10 bis 12 Wissenschaftler in unseren Bereichen, die uns, fangen wir mittelfristig jetzt auch erst an, auch beraten. In der Ausbildung, was ist aktuell auf dem Markt, Marktbeobachtungsfunktion, irgendwas in Finnland mit Höhentraining entdeckt worden ist, kriegen wir das hier vielleicht nicht mit, aber unsere Wissenschaftler, die wir so ausgesucht haben, dass sie in ihren Fachgebieten das weltweit mitbekommen, können uns dann oder werden uns dann Informationen geben. Und das wollen wir dann einfließen lassen in die Ausbildung, sodass wir so eine Art Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis sind und in dem Bereich uns dann bewegen. Wir versuchen natürlich, die wissenschaftlichen Dinge so runterzubrechen, dass es der normale Bürger versteht. Umgekehrt aber haben wir auch Anfragen aus der Praxis, die dann eine wissenschaftliche Erklärung haben wollen. Da fragen wir unsere Wissenschaftler. Aber das ist ein Projekt, das jetzt mittelfristig erst laufen wird. Wir haben den Wochenablauf etwas verändert, in der Form, dass wir Schwerpunkttage aufgebaut haben. Der Dienstag ist zum Beispiel Sportpsychologie plus Fußball. Der Mittwoch ist Trainingswissenschaft plus Fußball. Und der Donnerstag ist Sportmedizin plus Fußball. Also wir werden uns den ganzen Tag damit dass wir natürlich auch Honorardozenten haben, die so punktuelle Kleinigkeiten sowie Lernen lernen auch dozieren, ist klar, aber das sind so Blockunterricht. Aber die Schwerpunkttage werden über 23
Wochen hinweg aufs ganze Jahr verteilt doziert. Wir schauen, dass wir nach gewissen Modulen immer wieder einen externen Referenten reinholen. Das heißt, dass der aus der Praxis kommt, uns zum Beispiel Modul Ausdauer ist beendet, dann holen wir einen aus dem Bereich Ausdauer, ob es im Fußball ist, sogar vielleicht sogar über sportlichen Bereich wie Leichtathletik und versuchen dann in seiner Erfahrung mal den angehenden Fußballlehrern zu vermitteln. Und mit dem Wissen gehen sie natürlich dann auch etwas weitergestellt in die Praxis auch wieder später rein. Wir haben Inhalte etwas natürlich verändert. Wir haben die Orthopädie etwas rausgenommen oder richtig rausgenommen, lassen sie noch einfließen. Die Sportmedizin arbeitet in Anführungszeichen für die Trainingswissenschaft. Das heißt, wir werden mittwochs immer Trainingswissenschaft, Trainingslehre, Konditionslehre machen, Fitness. Und der Donnerstag ist die Sportmedizin, geht auf diesen Mittwoch ein, soweit es möglich ist. Sodass das am Mittwoch für den Fußballtrainer ist die Trainingslehre natürlich sehr wichtig, weil er auch damit auch arbeiten kann. Aber Sportmedizin sagt er immer, hat er seinen Arzt, der macht es schon. Aber die andere Sache ist die, wenn er die biologischen Kenntnisse am Donnerstag erfährt, warum er Mittwoch was macht, hat er einen Gesamtblick. Und also soll die Sportmedizin zukünftig auf die Trainingslehre eingehen. Wir haben trotz allem, der rote Faden wird natürlich Fußballlehrer, da haben wir jeden Tag 5 bis 6 Unterrichtseinheiten. Und was wir besonders eingebaut haben jetzt auf Fußballlehre, ist ein Medialabor, weil wir nach dem Prinzip gehen, wer lehrt, der lernt am besten. Das heißt, dass wir abends Praxis haben, wir kriegen eine Aufgabe gestellt, das ist mir unwichtig was, und wir haben dann 2 Gruppen, beziehungsweise ein Pärchen hat mit Camcorder die Aufgabe, das Trainerverhalten zu analysieren, also aufzunehmen, zu schauen, was gut und weniger gut ist. Und eine andere Gruppe, ein anderes Pärchen hat die Aufgabe, über den Inhalt Stärken-Schwächen-Analyse zu machen. Und am Abend sitzen sie dann in diesem Medialabor und schneiden es, analysieren es, weil sie auch gelernt haben, mit PowerPoint umzugehen, mit Schnittprogrammen umzugehen und könnten am nächsten Morgen, zu 15 Minuten circa, uns allen ein Feedback geben. Sie lehren dadurch, aber lernen natürlich auch unheimlich dabei. Ist für die Arbeit natürlich ein langer Tag, aber alle 14 Tage ist es dann, wird es dann immer gewechselt. Ja, mittelfristig wollen wir dann auch mit nach außen treten, mit Homepage, mit Publikationen, in dem auch unsere Wissenschaftler dann neueste Kenntnisse reinbringen können. Wir haben wissenschaftliche Mitarbeiter eingestellt, der sich für diese Materie, um diese Materie kümmert, sodass wir Mittel zum Zweck werden für alle Trainer auf dieser Welt, in Anführungszeichen Welt, speziell für uns Deutschen. Das ist mal im Groben und doch Ausführlichen.